Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder ein paar Bücher für euch, die ich aussortiert habe. Diesmal ist es eine reine Hardcover-Aussortieraktion gewesen, weil ich mir in letzter Zeit einige neue Hardcover gekauft habe, zum Beispiel A Tempest of Tea, Ruthless Woes, das werdet ihr aber noch im Neuzugänge-Video sehen. Dann habe ich noch den zweiten Band von The Serpent and the Nightwing oder Of the Nightwing vorbestellt. Also der wird auch noch hier ankommen. Und es war noch ein viertes. Aber ich finde es jetzt gerade in meinem Regal nicht. Dementsprechend dachte ich mir, wenn so viele Hardcover einziehen, dann müssen eben jetzt mal ein paar andere ausziehen. Und eins davon habe ich euch sogar schon im Lesemonat erzählt, dass es ausziehen darf. Das ist allerdings noch gar nicht erst ins Regal eingezogen. Also das hat definitiv keinen Platz für ein neues Buch gemacht, aber insgesamt habe ich noch 3 Hardcover aussortiert. Jedes aus einem anderen Grund, den ich euch natürlich gleich berichten werde. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Buch an und das wäre Ich bin dein Schicksal, Dusk and Dawn 1. Der erste Band von 2 von der Dusk and Dawn Reihe von Kira Licht. Ich habe damals eine Bloggerbox davon bekommen, die steht auch noch ganz oben auf meinem Schrank und war schon sehr, sehr gespannt auf das Buch, weil ich es auf der Buchmesse auch überall gesehen habe und ich finde, es ist auch ein richtig schönes Cover, es ist halt genau meins mit so wunderhübschen Ornamenten und ja, ich sag mal so metallischen Applikationen drauf. Nennt man das Applikationen? Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich das Buch gelesen und war leider nicht ganz so begeistert davon. Es war mir teilweise zu kindisch und ich bin auch super schlecht reingekommen. Ich fand die Charaktere zwar ganz süß, es ist halt Young Adult, aber ich konnte mich halt 0,0 mit denen identifizieren, mit ihren Problemen, mit ihren Liebeskummer etc., mit ihren Handlungen, dass ich dann damals gesagt habe, ich werde das zweite gar nicht erst lesen. Ich habe hier auch noch ein paar Karten, die dabei waren. Geht halt auch so viel um Edelsteine und da gab es auf der Buchmesse auch von allen möglichen Edelsteinen solche Karten. Die da war mit in der Buchbox drin. Das hier ist die Protagonistin. Und ja, hier ist noch ein Lesezeichen und so sieht der zweite Band aus. Also der erste, Ich bin dein Schicksal, der zweite, Wir sind die Ewigkeit. Ja, der zweite ist wie gesagt nie hier eingezogen und ich habe es auch nicht vermisst. Jetzt werde ich euch natürlich trotzdem noch erzählen, um was es im Buch geht. Eine Welt, in der Angst eine mächtige Währung ist. Die Rückkehr eines lange verloren geglaubten Freundes. Ein Geheimnis, das alles verändert. Die 17-jährige Erin besitzt die Gabe, Noctua zu sehen. Dämonenartige Wesen, die über Leylinien auf die Erde gelangen und deren Welt nur durch menschliche Angst existiert. Eines Nachts steht wieder erwarten Callahan vor ihr, Erins große Liebe, oder Erins erste große Liebe, die vor Jahren ohne ein Wort verschwand. Auf einmal ändert sich alles, denn Cal gehört zu den Alpha, dem höchsten Rang der Noctua, und er möchte sie zurückgewinnen. Plötzlich sieht sich Erin nicht nur mit unerwartet verwirrenden Gefühlen konfrontiert. Cals Vater will die Beziehung der beiden um jeden Preis unterbinden und dann kommt es in ihrer Heimatstadt auch noch zu Angriffen durch die Noctua. Gemeinsam mit Cal stellt sie sich der Gefahr und riskiert dabei nicht nur ihren Kopf, sondern auch ihr Herz. Das nächste Buch habe ich euch super oft schon in einem meiner What I Read Next Videos gezeigt und da auch immer gesagt, wenn ich das jetzt nicht bald mal lese, dann fliegt es hier raus. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Es liegt seit, lass mich lügen, ich gucke mal gerade, wann es rauskam, 2017 hier, also erste Auflage 2017 und ich habe die erste Auflage. Und seitdem liegt es hier, das ist eine lange Zeit und jetzt fliegt es einfach mal raus. Die Fabelmacht-Chroniken, flammende Zeichen, ist der erste Band der Fabelmacht-Chroniken-Reihe. Ich würde mal behaupten, sie heißt so. Ja, wie gesagt, ich habe es euch schon ein paar Mal vorgestellt. Selbst ihr wolltet nicht, dass ich es lese. Vielleicht waren auch immer andere Bücher dabei, die ja interessanter waren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
lese ich mir so oft nochmal den Klappentext durch oder gehe meine Liste an Subbüchern durch, wenn ich ein neues starten möchte. Und es spricht mich einfach gar nicht mehr an, es lacht mir nicht ins Gesicht, es sagt nicht, bitte lies mich. Und warum soll ich es jetzt noch weitere 7 Jahre hier in meinem Schrank stehen haben? Das bringt irgendwie mal so rein gar nichts. Deshalb wandert es jetzt in den Bücherbaum und dann kann sich jemand anderes daran erfreuen. Wie gesagt, es ist noch krachneu und ja, sehr schade, aber es bringt ja nichts, wenn man sich dann zum Lesen zwingt. Eine machtvolle Liebe, geschrieben in Tinte und Blut. Schon seit langem existiert sie in den Gassen und Straßen von Paris, die Fabelmacht, eine seit Generationen sorgsam gehütete Gabe. Jeder, der sie besitzt, kann die Wirklichkeit umschreiben. Doch davon ahnt Mila nichts, als sie nach einem Streit mit ihrer Mutter nach Paris flüchtet. Bis sie auf den geheimnisvollen Nikolas trifft, der die Gabe wie kein anderer beherrscht. Und obwohl Mila ihn noch nie gesehen hat, kennt sie sein Innerstes. Denn sie schreibt schon über ihn, solange sie denken kann. Als Nikolas Familie beginnt, Jagd auf sie beide zu machen, erfährt sie, dass auch er über sie geschrieben hat. Mit gefährlichen Folgen. Ein Kampf der Geschichten um Liebe und Tod entbrennt. Das nächste Buch habe ich euch, wie gesagt, schon in meinem Lesemonat gezeigt und habe da erzählt, dass es mich nicht überzeugen konnte und es deshalb auch, ja, wieder ausziehen darf. Und zwar ist das T.J. Clunes The Extraordinaries, die Außergewöhnlichen. Es ist der erste Band einer dreiteiligen Reihe. Hier seht ihr nochmal alle 3 Bände, also 1, 2, 3. Der zweite ist auch schon erschienen, der dritte kommt auch noch dieses Jahr. Aber ja, die Charaktere waren zwar ganz süß und ich mag T.J. Clunes Schreibstil unheimlich gern. Er schreibt eben sehr außergewöhnliche Geschichten. Das hat auch gerade sehr gut gepasst, weil der Titel so war. Aber seine Geschichten sind wirklich einzigartig. Ich kenne niemanden, der so schreibt wie er. Er hat da echt ein Händchen dafür, mich normalerweise genau am richtigen Punkt zu treffen. Aber die Charaktere konnten mich dieses Mal leider nicht so überzeugen, wie es in seinen anderen Büchern war. Ich war irgendwann von Nick mega genervt, weil diese Schwärmerei für Shadowstar super nervig war und seine Handlungen gar nicht zu dem gepasst haben, was man eigentlich von ihm gedacht hat, so als Charakter, der sich gerade entwickelt. Und ja, es war an vielen Punkten einfach nicht stimmig und deshalb wird es jetzt leider ausziehen. Kein Mensch ist gewöhnlich, aber manche sind wirklich außergewöhnlich. Nick Bell ist ein gewöhnlicher Teenager in Nova City, wobei das in einer Stadt voller Superhelden schon wieder recht ungewöhnlich ist. Und der beste Autor von Superhelden-Fanfiction zu sein, ist doch auch eine Superkraft, oder? Als Nick eines Tages Shadowstar, dem berühmtesten Helden der Stadt, begegnet, beschließt er, selbst außergewöhnlich zu werden. Ich habe sogar noch die Edition mit dem Erstauflagenfarbschnitt. Aber ja, was willst du tun, wenn es dich nicht überzeugen könnte? Da hilft dir auch der schönste Farbschnitt nichts. Und dann kommen wir last but not least zu Buch Nummer 4. Das liegt auch schon eine ganze Weile hier. Ich gucke mal gerade, wann es rauskam. Da steht vorne gar nichts drin. Vielleicht ist es hinten zu finden. Ah, ja, hier ist quasi das, was normalerweise vorne steht, hinten abgedruckt. Es ist erschienen 2018. Und ich habe es auch ungefähr in dem Dreh gelesen. Also es ist kein Subbuch. Ich habe es tatsächlich schon gelesen. Soweit ich weiß, ist es der erste Band einer Dilogie. Silberschwingen von Emily Bold. Ich glaube, die Reihe hat 2 Bände. Es war auch ein Buch, das mich damals positiv überrascht hat. Also ich weiß noch so irgendwo ganz hinten in meinem Kleinhirn, dass ich damals gedacht habe, oh, das war besser, als ich gedacht hätte und konnte mich doch mehr von sich überzeugen. Aber trotzdem habe ich nie den 2. Band gekauft. Mittlerweile ist schon so lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich müsste es eigentlich nochmal komplett von vorne lesen, aber irgendwie zieht es mich da gar nicht hin. Es nimmt einfach nur Platz in meinem Regal weg und deshalb darf es jetzt dann auch ausziehen. Allerdings würde ich trotzdem sagen, wenn ihr auf Young Adult, Young Fantasy Bücher steht, könnte das euch sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ein ganz normales Mädchen, zumindest dachte ich das. Doch das Leben, wie ich es kannte, ist für immer vorbei, denn tief in mir trage ich ein Geheimnis, das Erbe der Silberschwingen, und das macht mir Angst. Ich bin ein Halbwesen und alleine meine Existenz ist verboten.
Ich kann niemandem vertrauen, besonders nicht dem Sohn des Clan-Oberhaupts. Er kommt mir nahe und doch ist er mein schlimmster Feind. Ihr Lieben, das waren alle vier Bücher, die jetzt im Monat Juli bei mir ausziehen dürfen. Ich denke, es wird keins mehr dazukommen, weil ihr genau wisst, wie schwer es mir fallen wird, Bücher auszusortieren. Ich packe euch die vier natürlich unten in die Infobox. Da gibt es wie immer die Affiliate-Links zu Thalia und zu Amazon. Wenn ihr euch eins der Bücher davon nochmal genauer anschauen wollt, dann klickt da einfach mal auf den Link drauf, lest euch die Rezensionen durch, guckt euch den Klappentext nochmal an, etc. etc. Das war's jetzt von mir. Ich werde jetzt noch ein bisschen rausgehen. Ich habe heute Baby frei und habe gesagt, so, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Werde noch ein bisschen wandern gehen und dann hören wir uns und sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!